Herzlich willkommen zu einem weiteren Video GTA 5, dieses Mal Real Life Mod. Und zwar brauchen wir erstmal ein Taxi, denn Frank ist angekommen in Los Santos und möchte loslegen. Und zwar mit dem Leben. Er ist ein bisschen, ja, geschäftlich unterwegs gewesen immer. War immer ein bisschen langweilig. Und wir werden jetzt erstmals was erleben mit dem guten Mann. Heute geht's zu unserem Wegpunkt, zu Premium Motorsport Deluxe quasi. Und wir wollen zuallererst nämlich uns ein Auto kaufen, ein Auto zulegen. Wir brauchen erstmal einen fahrbaren Untersatz, um Los Santos so ein bisschen zu erkunden. Und wer weiß, was da noch alles so folgt. Da sind wir angekommen bei Premium Deluxe Motorsport und wollen jetzt uns ein Auto zulegen. Schauen wir mal, was die für eine Auswahl haben. Und ich sehe da schon einen schicken AMG GTS. Schauen wir einfach mal rein. I don't slang up bang, I just smoke motherfuckers like it ain't no thing. Ich hätte gesagt, fangen wir beim Vordersten doch einfach mal an. Mercedes AMG GTS, um die 500 PS müsste er haben. Und natürlich sehr schick in so einer Art lila-blau. Spinnacle Purple heißt es, glaube ich, die Farbe. Sehr schick auch von innen, mit den gelben Akzenten, gelben Nähten. Sieht schon sehr cool aus. Dann haben wir hier einen BMW M5 der neuesten Generation. Auch sehr cool. Der Innenraum ist weiß. Ich weiß nicht, ob man den noch anders bestellen kann. Ansonsten würde ich den nicht weiß machen. Eher was Dunkles vielleicht oder ja, dann auch Richtung Blau. Aber auch sehr cool. Ist halt eine Limousine. Ist halt etwas für, ich sag jetzt mal, eher schon Familien. Deswegen nicht unbedingt die erste Wahl. Frank will ja ein bisschen was, ne, Außergewöhnliches haben. So, da haben wir eine Corvette Z06 V8, um die 600 PS in dem Dreh. Muss halt richtig gut gehen und in Gelb, was auffällig ist. Oder einen R8 V10 Abt. Dort haben wir halt den Vorteil Auffälligkeit pur mit Rot, Mattrot, mit schwarzen Akzenten und ich glaube, der soll gut Leistung haben. Abt tunet die immer ganz gut hoch. Und einen, gut, nicht ganz so vom Belang vorhandenen Honda Civic Type R sowie, ja, das da. Gut, ich würde mal sagen, wir führen die schicken Fahrzeuge einfach mal auf eine Testfahrt und gucken, welcher davon es am ehesten werden wird. Wir drehen mit allen Fahrzeugen eine Runde. Ich hätte gesagt, wir starten mit dem R8 V10. Wir wollen natürlich ein etwas auffälligeres Auto haben. Frank muss sich ja ein bisschen hier einleben in Los Santos und vom Sound. Klingt schon mal gut. Ich hätte gesagt, wir gehen mal auf die Probefahrt. Hier in der Nähe ist direkt die Autobahn. Da schauen wir mal schnell vorbei. Machen ein, zwei Tests. Oh, das ist noch gelb. Ja, das war dunkelgelb, war das. Und dann testen wir mal ein bisschen den R8 auf Herz und Nieren. Und wollen schauen, was er so kann. Also sehr, sehr wendig. Cooler Sound auf jeden Fall und extrem auffällig, wenn man mal hier im Straßenverkehr schaut. Wir haben ja hier jetzt nicht unbedingt sehr unauffällige oder seltene Fahrzeuge neben uns und vor uns. Von dem her ein ganz guter Vergleich im Alltag. Ja, perfekt. Erstmal Mittelfinger zeigen. Aber da finde ich, passt er schon ganz gut rein. Und er fällt halt schon auf, muss man ehrlich sagen. Also, das ist schon eine gute Wahl. Und der Turbo-Sound ist halt auch cool. Dieses Tsch. Also der passt schon ganz gut. Kosten tut er, glaube ich, um die 300.000. Von dem her, ja, schon ein etwas teurerer Kandidat, aber auf jeden Fall seinen Preis wert. Von innen sieht er halt auch extrem schick aus, muss man ehrlich sagen. Ich hätte gesagt, wir schauen uns mal die Konkurrenz an.
Die Corvette steht bereit und ist zur Testfahrt angemeldet. Dann hätte ich gesagt, schauen wir mal, ob uns die besser gefällt. Also vom Sound unspektakulärer, auf jeden Fall unspektakulärer als der R8. Halt bassiger, viel kerniger im Klang. Aber die Farbe gefällt mir halt schon sehr gut. Muss man ehrlich sagen. Und das Aussehen von der Corvette polarisiert halt auch richtig heftig. Boah. Und das Gelb kommt in der Sonne halt richtig gut zur Geltung. Das wäre natürlich ein Fahrzeug für den Frank. Schon eher was. Schauen wir mal von innen. Ja, sieht auch sehr schick aus. Nicht ganz so schön wie der R8, aber die Armaturen und alles passt schon ganz gut. Passt schon echt gut. Und es geht auf die Autobahn. Und die lässt sich halt sehr cool handeln. Und vorwärts geht die, hätte ich schon gesagt, fast genauso gut wie der R8. Wobei der R8 bei höheren Geschwindigkeiten doch ein bisschen flotter wirkte. Naja, schauen wir mal. Hier im Verkehr findet sie sich halt auch sehr auffällig wieder. Im Vergleich zu den anderen Fahrzeugen und Konkurrenten. Wow, Vorsicht. Wir müssen mal gucken, wie wir das anstellen. Ich meine, die ist jetzt deutlich günstiger als der R8. Circa 120.000 Dollar. Das finde ich geht voll klar. Besonders halt für fast dasselbe. Muss man ehrlich sagen. Aber wir achten ja nicht so aufs Geld jetzt in dem Fall. So, wow. Ja, rechts überholen jetzt gut angesagt. Da muss ich Frank erstmal zurechtfinden. Und dann hätte ich gesagt, haben wir doch noch einen Konkurrenten, oder? Unser letzter Kandidat in dem Rennen zwischen R8 V10, Corvette Z06 und AMG GTS. Oh ja. Also vom Sound mein Favorite. Mit dem R8, mit dem R8. Sehr, sehr kernig, sehr schön. Und wendig ist halt auch extrem. Boah, okay. Okay, ich hab verstanden. Jawohl. Wow, und der geht auch richtig gut ab. Spoiler hat er auch. Okay, der geht nochmal eine ganze Liga. Eine ganze, ganze Liga besser. Und der Sound ist halt cool. Und das Aussehen, gut. Da finde ich, sind eh alle drei auf sehr hohem Niveau. Welcher gefällt euch am besten und wen findet ihr mittlerweile am besten, nachdem ihr sie kennengelernt habt? Also ich muss ehrlich sagen, der AMG, gut, vom Innenraum ist er nicht so schick wie die anderen. Von den Armaturen zwar schon, aber der Tacho und hier die kleine Konsole ist nicht so sportlich wie die anderen Kollegen. Aber vom Außen, vom Äußeren passt es schon ganz gut. Und er geht halt ab wie sonst was. Also, und wie wendig der ist, ne? Das sehe ich echt selten. Also ich glaube, die Wahl ist schon gefallen. Mit, ich glaube, 200.000 Dollar wird es höchstwahrscheinlich der AMG GTS. Boah, der klebt auf der Straße. Das ist ja der Wahnsinn. Boah. Ja, das wird der AMG GTS, hätte ich gesagt. Wir reden mal mit dem Verkäufer, was sich da noch am Preis machen lässt, so ungefähr. Da bin ich jetzt gespannt auf die Preisverhandlung. Ja, der AMG GTS ist schon ein sehr, sehr schönes Auto. Ich würde sagen 200.000, das kriegen wir locker auf 180 runter, bevor hier der nächste kommt und... Oh, die beobachten uns aber ganz schön. Das Auto dann doch mitnimmt. So, ich hätte gesagt, gehen wir mal zur Verhandlung über. So, guten Tag. Oh ja, guten Tag, ja. Ich hätte mal gern den AMG GTS gehabt, wenn das geht. Der hat ja schon ein bisschen Kilometer runter und ist ein bisschen älter, ne? Die Farbe ist auch nicht die konventionellste. Wie wär's denn mit 180.000 Dollar? Okay. Ja. Okay, ja, wir machen 200. Wegen der Waffe. Okay, danke schön. Danke. Wir dürfen ihn direkt mitnehmen? Okay, vielen Dank. Gut, lieber schnell weg. Ja, wir haben ein neues Auto. AMG GTS. Wir nehmen direkt die Fronttür. So, perfekt. Und dann haben wir unser schickes neues Auto für Frank. Jetzt brauchen wir nur noch ein Haus. Haus und eben alles, was dazugehört.
Ich würde sagen, das und mehr kommt dann im nächsten Video. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.